Etwas Besonderes hat sich die Direktorin der Purkersdorfer Volksschule einfallen lassen. Sie hat mit Unterstützung der Stadtgemeinde einen Schülergemeinderat einberufen. Mitbestimmung der Kinder von klein an. Sehen wir, wie es funktioniert. Spielplatz, Schulessen und Co. Nicht nur unsere kommunalen Politiker, auch die Kinder der Region haben so manche Idee für ihre Gemeinde auf Lager. Schülerinnen und Schüler der Volksschule in Purkersdorf präsentierten ihre Gedanken vor den Gemeinderäten. Unter anderem durften die Volksschüler dem Bürgermeister auch Fragen stellen, wie zum Beispiel: Mussten Sie als Bürgermeister einmal etwas machen, das Ihnen nicht so gefallen hat? Da gibt es viele Sachen, die sind toll. Was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, ist, wenn ich vor vielen Leuten reden kann. Da gibt es Dinge, die halt weniger angenehm sind, wenn jemand kommt und Hilfe braucht und man weiß, dass das notwendig wäre, aber man weiß nicht, wie man jemandem helfen kann. Einführung eines Kinderparlaments in einer Volksschule, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist einfach, dass die Kinder spielerisch, mit Freude ein wenig von Politik etwas lernen, verstehen und versuchen auch ihre Forderungen gegenüber der etablierten Gemeindepolitik aussprechen zu können und die Chance zu haben, dass diese Ideen, die sie haben, auch umgesetzt werden. Wie sehen Sie das Engagement dieser jungen Leute, dieser Kinder in Richtung Politik? Ja, ich finde jedes Engagement eines Kindes, eines Jugendlichen in der Politik sehr, sehr wichtig. Politik lebt davon, von vielen Meinungen, lebt davon, dass sich viele begeistern und viele mitmachen. Und da kann man nie genug früh anfangen. Es entscheiden immer Erwachsene für die Kinder über ihre Spielplätze, über ihre, was sie halt in der Schule gern hätten. Und darum haben wir immer gedacht, es wäre mal sehr gut, wenn die Kinder sagen, was sie wollen und nicht immer nur wir. Was sagen die Kinder, dass sie wollen? Die Kinder sagen, also sie hätten gern einen Spielplatz, sie haben auch gesagt im Hort, das Essen hätten sie gern besser, das war voriges Jahr, ja, heuer weiß ich es noch nicht, ja, aber und dann auch der Innenhof in der Volksschule, den hätten sie gern etwas anders, das war von vorigem Jahr. Jetzt haben die Kinder ja auch im Vorjahr einige Ideen gehabt, die auch umgesetzt worden sind. Wie erleben Sie die Kinder im Alltag mit ihrer Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Naja, den Kindern ist es immer noch ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, die Umsetzbarkeit hat noch nicht so stattgefunden. Also der Innenhof, ich hoffe, dass die Kinder vom Vorjahr das noch fixfertig erleben können, auch noch ein bisschen genießen können. Den Eislaufplatz zum Beispiel, das haben sie heuer sehr genossen, dass da etwas geschieht auch mit dem Springbrunnen, da war halt die Frage schon danach. Also sie zeigen schon eine Freude, dass sie da etwas bewegen konnten, das merkt man schon bei den Kindern.